Hi Leute, Forte hier. Wir müssen jetzt hier im Team Deathmatch verteidigen. Ich habe immer noch nicht so viel, was ich hier auswählen kann. Ja, passt. Rekrut. Aber die anderen hier in meinem Team scheinen schon erfahrener zu sein. Ich denke mal, das könnte ein Vorteil für mich sein. Ich kenne hier auch die ganzen Vorzüge oder Funktionen dieser anderen Models hier, beziehungsweise ja, Charaktere hier hinten. Ja, Den kenne ich Raum einfach nicht. verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier am besten verteidigen. Wo können die denn überall herkommen? Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Und vielleicht kann ich hier auf dem Ding hier. Es bleiben noch Ja, 10 kann man Sekunden. nicht. 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Vielleicht ziehe ich einfach hier in der Ecke. Vielleicht reicht das schon. Ist vielleicht nicht so schlau, hier zu sitzen, manche in der Ecke. Okay, von da wird wohl keiner kommen. Ich glaube, die kommen hier die Treppe, die Leiter runter vielleicht. Irgendwas gibt hier Geräusche. Ah, oh, hier. Bei mir kommt einer. Letzter verbleibender Gegner. Puh. Diese Zeile, dieses Stacheldraht ist richtig geil. Dann hört man nämlich auch, wo der Gegner kommt. Ne, die Zeit läuft ihm wohl davon. Keine Ahnung, ob der jetzt hier noch vorhat, irgendwo anzugreifen. Ah, alles klar, das war's. Ich glaube, wir sind sogar alle noch am Leben, obwohl einer tot, glaube ich. Oh, sehr krasse Position. Sowas muss man natürlich kennen, dass man auch hier zwischen den Regalen da durchschießen kann.
So, jetzt greifen wir an. Ich glaube, das ist natürlich naja, der schwierigere Part. So, ich kann natürlich immer noch nichts auswählen. Blitz, Glas, Sledge und Thermite. Und Rekrut. Boah, die Gaming. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. So, jetzt müssen wir mal hier in das Gebäude rein, wa? Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich bin noch gar nicht im Gebäude drin. Oh. Was ist das denn? Alter, was ist das? 10 Sekunden. Das ist doch irgendwie ein Bug, oder? 5 Sekunden bis zum Einsatz. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendwie so eine Störquelle gewesen, aber keine Ahnung. Ich folge dem Typen jetzt hier einfach mal. Ich glaube, die spielen tatsächlich zusammen. Also die, ich glaube, die wissen schon, was die machen. Oder? Weil die halt hier alle zusammen stehen. Na. Bleib mal bei meinem Team hier. Der Sprengsatz ist bereit. Feind in Sicht, Erdgeschoss. Was? Woher? Wer schießt auf mich? Ich habe nicht verstanden, woher. Von da oben? Wechselmagazin. Sprengladung wird eingesetzt. Alter, 16 HP habe ich noch. Ich raff das nicht. Ich habe nicht verstanden, woher er geschossen hat. Schade. Aber ich glaube, also es hat tatsächlich den Anschein, dass mein Team hier irgendwie zusammenspielt, weil die laufen irgendwie zusammen, positionieren sich auch zusammen irgendwo vom Eindringen. Vielleicht sind die irgendwo im Teamspeak zusammen. Scheinen ja auch Leute zu sein, die sich schon ein bisschen auskennen. Okay, bei uns hat einer das Spiel verlassen. Tja, jetzt kann ich nur noch zugucken. 2 gegen 4 könnte wahrscheinlich eng werden. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie Deutsche sind oder nicht. Sonst hätte man sagen können, einer ist irgendwo hier im Keller oder was das hier ist. An der Bar. Er hat sie noch nicht erledigt. Aber jetzt. Ja, krasser Typ.
Mit diesem Schild ist er scheinbar ziemlich unverwundbar irgendwie. 15 Sekunden. Aber die Zeit läuft davon. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden. Ja, das war's. Das war's. Der eigene Trupp konnte den Biobehälter nicht rechtzeitig sichern. Der Gegner gewinnt. Na gut, zu zweit gegen einen hier, ne? Ein Gefecht gegen zwei Leute ist, glaube ich, schwierig. So, jetzt müssen wir wieder verteidigen. Das könnte durchaus wieder einfach, naja, nicht einfach, aber zumindest einfach her als angreifen. Und das ist ja auch so, man kennt ja diese Positionen alle nicht, man kennt die Maps als solches nicht. Wo können die Gegner herkommen und wo können die sich verschanzen und was können die alles machen? So, das ist halt noch schwierig hier in diesem Spiel für mich, finde ich. Deswegen, also ich glaube, ich müsste es einfach öfter spielen. Und da hätte ich auch ehrlich gesagt Bock drauf. Ist halt nur die Frage, ob es zeitlich hinhaut. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So, jetzt haben wir hier einen anderen Raum, meine ich. Kurz umschauen. Hier ist eine Treppe. Da machen wir mal so ein Netz davor. Hier vielleicht auch. Naja, ich mach mal hier so ein... Nur noch 5 Sekunden. Hallo? So. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Weiß ja nicht, ob das hilft. Es ist auf jeden Fall... Ich setz mich mal hier in die Ecke. Wenn hier einer ist, der durchs Fenster rein will... Oh, die schießen schon, glaube ich. Von da aus. Ich weiß ja nicht, ob ich hier eine beschissene Position habe. Also hier wird auf jeden Fall gleich einer reinkommen, meine ich. Ja, da hätte ich mich eigentlich auch hinsetzen wollen, aber ich glaube, diesen Barrikadenschutz da habe ich falsch platziert. Oh, wir sind in der Minderzahl. So, die Frage ist, wo die jetzt hier reinkommen. Oh, links. Die Gegner haben die Gefahrgutbehälter gefunden. Durchbruch wird initialisiert. Ich glaube, die kommen jetzt hier rein, genau. Ah, shit. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht getroffen. Ja, das ist doof. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Letzter verbleibender Gegner. One on one. Kann man das irgendwo sehen? Ne, ohne verloren. Schade, schade. An dieser Stelle mache ich erstmal einen Cut. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht wird das Ganze auch besser laufen. Danke fürs Zuschauen und bis dann.